Ich hoffe, ich habe den Schlüssel irgendwo übersehen. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du? Hm? Oh, nein, ich hab nicht... Ich hab dich gehört. Ich hab mit Mom geredet. Mit Bonnie. Ich fühle mich einfach so leer, seit sie tot ist. Als würde ich durch einen Albtraum schlafwandeln, aus dem ich nicht aufwachen kann. Es wird nie einfacher, wenn du jemanden verlierst. Aber irgendwann ist es nicht mehr so schwer. Das hoffe ich, denn manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe durch, als wäre sie wirklich da. Würde mich führen, mir was sagen wollen. Deshalb bin ich hier. Ich dachte, sie hätte es sicher so gewollt. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Hm. Ach, Gott. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Hast du ein paar Storys? Eine Sache habe ich nie jemandem erzählt, kurz angeboten. Man sollte der Vergangenheit nicht nachhängen. Da wir vorhin bei ihr verkackt haben, würde ich jetzt gerne ein bisschen nostalgisch sein wollen. Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht. Wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause. Fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Danke. Hey, hey Leute! So, haben wir wenigstens ein bisschen was gut gemacht gerade. Was? Ich sehe gar nichts. Ich auch erstmal so. Na, was ist da? Da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Trapper. Ernst, Augustine hat mit so etwas gerechnet? Hab ich? Sie könnten hinter den Bändern her sein, wenn die Sache noch undurchsichtiger wird. Also da deine Lupe ist. Ich habe das Gefühl, dass Augustine mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Maddie weiß, okay, deinen Verdacht nicht zu schätzen, also, okay? Meint ihr, wir sollten Augustine suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten. Würden wir sie nicht finden. Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch, auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort. Ob Augustine da drin ist oder nicht. Okay. Hm.
Wer war das? Sind wir jetzt wieder in den 80ern? Ja. Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Ja, genau richtig. Nicht so laut. Keine Ahnung. Ich glaube, genau richtig. Hey, genau richtig! Gehen wir ans Werk. Die zwei. Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin. Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Und ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. Antworte gleich. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Ja, also, Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja, und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Kleiner, glaube ich nicht. Stones Opfer waren echte Menschen. Das ist richtig. Stones Opfer waren... echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Eigentlich bin ich auf seiner Seite mit dem Misstrauisch. Ich finde es echt doof, dass er das Baby rettet und den Typ umbringt, aber der andere Kerl den rumkassiert. Das ist halt so frech. Ich vermute, dass das so eine Rassistenkeule ist. Gehe ich mal stark von aus, weil das war in den 60ern. Ich meine, Rassismus ist heute noch ein Thema, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber da er ja damals in Anführungszeichen nur Deputy war und noch dazu schwarz, denke ich mal, dass das so eine Geschichte ist, dass der gesagt hat, ja, nee, ich war das, ist alles mir zu verdanken und der Tom wird dann auch für ihn ausgesagt haben, weil er wahrscheinlich... den, also von dem Sheriff damals gedeckt wurde, weil er hat ja gesoffen am Arbeitsplatz und sowas alles. Deswegen. So, was mache ich denn jetzt hier? Misstrauisch? Du verstehst nicht, worum es geht, oder zustimmen, du hast recht. Also,
Beziehungstechnisch gesehen würde ich ihr zustimmen. Es ist trotzdem irgendwie krass. Du verstehst nicht, worum es geht. Ich glaube, ich kritisiere ihr lapidares Verhalten. Man sollte es alles mit Respekt behandeln. Du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht um Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert von allem, genau, was dort vorgefallen ist? Genau das meine ich. Sie ist ein bisschen zu wenig. Aber wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Chris? Er ist die Nummer 1 in der Dispo. Was heißt das? Er hat die Hauptrolle. Ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. War nur ein Witz. Ist doch klar. Ja, klar. Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen. Egal um welchen Preis. Chris Besessenheit von Frank Stone macht dir Sorgen. Genau. Ich will einfach nur, dass sie ein bisschen mehr Respekt zeigt, ein bisschen mehr Demut. Sieh dich in der Garage um und rede dann mit Linda. Okay. Murder Mill. Script by Christine Gordon. Okay. Ein paar andere Ideen sind bei... Hier, okay. Fang doch einfach damit an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das Stahlwerk ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Mama wird endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Da sind die Skripts. Ging's nur ums Entlassen, ja? Hier, sieh dir das an. Düstere Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber... Hab ich schon so viel übersehen? Oder entlassen wurden. Verdammt. Das war 1-2 Jahre vor Beginn der Morde. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Das Werk war auf dem absteigenden Ast. Aber keine Rede von Frank. Ich weiß nicht. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit, wie er war. Oder warum er das alles getan hat. Oder so. Das ist deine Expertenmeinung? Ist nur ein Gefühl. Okay. Fühlen Sie sich gefangen? Leben Sie Ihr Leben oder überleben Sie lediglich? Stellt dieses Universum Sie zufrieden oder sind Sie auf der Suche nach einer tieferen Wahrheit jenseits der Realität? Ich habe auch ein paar davon besorgt. Was ist das? Todesanzeigen. Ungefähr aus der Zeit der Morde. Und ein wenig davor. Ach, gute Idee. Im Orakel des Omniversums führt Experte und Guru Connor Barnham sie durch eine Reihe grundlegender schamanischer Lehren und wichtiger Meditationen. Diese lehren sie nicht nur den Zauber unserer alltäglichen Welt wertzuschätzen, sondern erweitern ihr Bewusstsein auf eine Art und Weise, die allein Menschen mit der nötigen Gabe vorbehalten ist. Indem sie sich die umfangreichen Erkenntnisse dieses Buchs zunutze machen, die Guru Barnham während seiner Erforschung der erleuchtetsten Völker der Welt gesammelt hat, können auch sie sich die Weisheit der Alten aneignen, aus dem Kokon der Unwissenheit ausbrechen und wie ein Schmetterling der Erleuchtung auf Flügeln kosmischer Glückseligkeit davonfliegen. Ist ja toll. Um nochmal auf die Frage von vorhin zu antworten. Ich wollte das VOD eigentlich schon drin lassen. Ich lade es zwar trotzdem geschnitten auf YouTube hoch. Also hallo YouTube. Aber wenn Twitch nichts zu beanstanden hat, dann ja, bleibt es drin. Der Enkidu-Effekt. Körperliche Leistungsfähigkeit allein kann niemals wahres Gleichgewicht in einem Menschen schaffen. Um diesen höheren Bewusstseinszustand erreichen zu können, muss die Seele zur Ruhe kommen und der tiefe Frieden erreicht werden, der für die schamanische Meditation nötig ist. Erst wenn wir uns der Selbstreflexion und den unendlichen Möglichkeiten öffnen, können wir über unser eingeschränktes Ich hinauswachsen. Um diesen Prozess zu beginnen, müssen wir lernen, das unendliche Potenzial aller Dinge wertzuschätzen. Zunächst im Konzept und dann auch im buchstäblichen Sinne. Nein! Ich will nicht umblättern. Moment, ich hab mich verdrückt. Zurück! Ein Universum? Irre. Ruhig, ich lese noch. Diejenigen unter uns, die aus verschlafenen Städtchen stammen, mag es anfangs schwerfallen. Die Magie in ihnen zu erkennen, doch tiefere Meditation macht es möglich. Mit Hilfe meiner eigenen Methoden, die ich auf meinen Reisen durch die USA entwickelt habe, habe ich mein Bewusstsein aufsteigen lassen, bis ich einen Punkt erreichte, an dem ich mir ein anderes Cedar Hills vorstellen konnte.
Eines, das jenseits des Schleiers unserer Realität liegt. Dieses Städtchen ähnelte meiner Heimat sehr und doch gab es viele faszinierende kleinere Unterschiede. Die Drogerie gehörte beispielsweise immer noch der Familie Callahan, doch hinter dem Ladentisch stand kein geringerer als der junge George, ihr Sohn, der vor vielen Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Vor mir stand also nun ein gesunder Mann mittleren Alters, obwohl ich genau wusste, dass er dieses Alter eigentlich nie erreicht hatte. Kay? Jedes Mal, wenn ich eine neue Entdeckung machte, musste ich an die vielen Wege und Wendepunkte denken, die die Bewohner dieses Cedar Hills wohl gewählt und die diese komplett andere Realität geschaffen hatten. Das Schicksal einer Person interessierte mich dabei ganz besonders, mein eigenes. Doch als ich zu Hause ankam, war ich zutiefst geschockt. Ich sah eine armselige, mittellosige, hungerleidende Version meiner selbst. Ich war mehr Tier als Mensch, aber ich hielt nicht an meinem Mitleid für mich selbst fest. Mein philosophisches Wissen half mir zu erkennen, dass dieser Einblick in ein alternatives Schicksal lediglich zeigte, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich die Erleuchtung nicht gefunden. Ich zog zwei Schlüsse aus meiner meditativen Reise. Erstens, jede Reise durch das Leben variiert in einem Ausmaß, das sich beinahe nicht berechnen lässt. Und die Möglichkeiten unserer eigenen Reisen mögen begrenzt sein, doch unsere Spiegelversionen könnten sich auf einer anderen Reise befinden, die sie an alle möglichen Orte führt. Zweitens, die unterschiedlichen Ebenen der Realität sind nicht wie getrennte Flüsse, die nebeneinander herlaufen, sondern vielmehr wie verbundene Nebenflüsse, die in einem weiteren Ozean der Erfahrungen und Möglichkeiten zusammenlaufen. Um diese Idee weiterverfolgen zu können, müssen wir... Nein, die andere Richtung, bitte, bitte. Müssen wir... Okay, das war es einfach. Da waren übrigens auch Perk-Symbole drin. Ein Buch, in dem behauptet wird, dass es mehrere Versionen von Menschen gibt, etc. pp. Macht das die Augustin so? Ist sie so unterwegs vielleicht? Jetzt habe ich hier eine Kassette. Tom Holt Interview. Gegenstand hinzugefügt. Bin nicht vorbei. Was? Das Kabel am Boden, okay. Was habe ich hier? Das Ende einer Ära. Das Stahlwerk macht zu. Secrets of Killerstone. Kann ich beide lesen? Ich lese es mit das. Ui. Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Oh mein Gott, schon wieder so viel zu lesen. Weitere Geheimnisse zu Murder Stone gelüftet. 16. September 63. Während Cedar Hills die jüngsten Vorfälle am Stahlwerk der Stadt noch immer zu verarbeiten versucht, kommen immer mehr verstörende Einzelheiten über den Mann, um den sich dieser Skandal dreht, ans Licht. Es handelt sich dabei um den 36 Jahre alten Mechaniker Frank Stone. Ich hätte gedacht, der ist deutlich älter. In 37, ich hätte gedacht, der ist 50 oder so. So stellen die eine Person da, die gerade mal Mitte 30 ist? Excuse moi? Ich bin älter als er. Was? Es handelt sich dabei um den 36 Jahre alten Mechaniker Frank Stone, der vergangenen Freitag während einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei erschossen wurde. Stone, der laut unserem Chef Kussig in mehrere ungeklärte Entführungsfälle der letzten 3 Jahre verwickelt gewesen sein soll, wird von jenen, die ihn kannten, als eigenbrötlerisch, unheimlich und seltsam beschrieben. Obwohl sich kaum einer seiner ehemaligen Kollegen offiziell zu ihm äußern wollte, kristallisiert sich allmählich heraus, dass Lenny, wie die anständigen Mitarbeiter des Stahlwerks ihn genannten, ein sonderbarer Außenseiter gewesen ist. Sie schien gespürt zu haben, wie rückgratlos er in Wahrheit war. Der Typ war nicht ganz richtig im Kopf, meint Ofenbediener Bobby Rivers, einer der wenigen, der zu einer öffentlichen Stellungnahme bereit war. Das konnten anscheinend alle sehen, nur unsere Chefs nicht. Die wenigen, die Stone nicht von der Arbeit kannten, äußerten sich ähnlich. Henry Lawrence, der im selben Gästehaus wie Stone gewohnt hatte, sagte dazu, Stone hat sich absichtlich dümmer gestellt, als er war. Als hätte er nichts in der Birne. Aber wer mehr Zeit mit ihm verbracht und ihm in die Augen gesehen hat, wusste ganz genau, dass er etwas im Schilde führte. Etwas, das man lieber gar nicht wissen wollte. Dahinterher ist das immer alles einfach gesagt, ne? Besonders schockierend ist jedoch das Gerücht, dass Familie Tester, die Eigentümer des Stahlwerks von Cedar Hills, Stone eingestellt haben soll, obwohl sie wusste, dass er bereits wegen Gewalttaten vorbestraft war. Eine verlässliche Quelle teilte dem
Une mit, dass Stone die Stelle im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms bekam, dessen Ziel es war, Sträflinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir haben die Testers selbstverständlich um Stellungnahme gebeten, vor Redaktionsschluss jedoch keine erhalten. Mein Gott. Er war schon vorher ein Mörder, ja. Ist echt spannend, dass... Niemand war traurig, es los zu sein. Spannend, dass sie ihn dann eingestellt haben. Das Ende einer Ära. 24. August 67. Okay, das ist jetzt 4 Jahre später. Das Stahlwerk von Cedar Hills, das einzige Herzstück der Wirtschaft unserer Stadt, wird nach über 40 Jahren Dauerbetrieb stillgelegt. Das Gerücht einer Schließung machte bereits seit mehreren Monaten die Runde. Jetzt bestätigte die Familie Tester, dass sie nach eigener Aussage schweren Herzens die Entscheidung getroffen habe, das Stahlwerk dauerhaft zu schließen. Das Werk wurde 1921 von Howard Kinsey Tester in Betrieb genommen. Kinsey Tester, okay. Und produzierte zu Kriegszeiten hochwertigen Stahl für das gesamte Land. Am Mittwochmorgen ehrte Herrn Testers Tochter Morgan in einer Presseerklärung dessen Vermächtnis. Sie beschrieb ihren Vater als visionären Unternehmer, der den Bewohnern von Cedar Hills so viel zurückgegeben hatte, wie die Arbeiter auch der Welt gegeben hatten. Damit ist sowohl das Stahlwerk als auch die Netita Tester Gedenkbibliothek gemeint, die ihrer verstorbenen Großmutter gewidmet wurde. Das Stahlwerk von Cedar Hills stellte nach den berüchtigten Morden von Frank Stone im Jahre 1963 den Betrieb ein. Zu diesem Zeitpunkt teilte Herrn Testers Neffe und Nachfolger Anthony der Öffentlichkeit mit, dass das Werk den Betrieb wieder aufnehmen würde. Doch im Laufe der Zeit schien eine Wiedereröffnung immer unwahrscheinlicher und es wurden nach und nach immer mehr Arbeiter entlassen. Morgan Testers Mitteilung lässt vermuten, dass die Familie diese Entscheidung aus Respekt für die Menschen getroffen hat, die auf dem Gelände von Stone, einem ehemaligen Angestellten des Stahlwerks, ermordet wurden. Doch nicht alle geben sich mit dieser Begründung zufrieden. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym bleiben will, wirft der Familie Tester vor, das Stahlwerk ganz aus ganz anderen Gründen stilllegen zu wollen. Die Morde sind nur ein Vorwand, behauptet er. Sie wissen, dass sie es ein Vermögen kosten würde, das Stahlwerk wieder zu eröffnen und sämtliche Mitarbeiter wieder einzustellen, die ihnen überhaupt erst zu ihrem Reichtum verholfen haben. Sie wollen doch nur ihre ganze Kohle für sich behalten und pfeifen auf die restlichen Bewohner der Stadt. Mein Gott, Lesestunde mit Nina. Ich frag mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Wir sind hier soweit fertig, dann können wir jetzt mit Linda schnacken. Diese langen Lesesequenzen sind immer das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde. So kurze Artikel, hier mal einer, da mal einer, finde ich gar nicht so schlimm, aber immer so eine Wall of Text, die dann auch immer wichtig ist, um Zusammenhänge und so zu begreifen, ist immer ein bisschen viel. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Verständlich. Sie ist total besessen von Frank Stone, verunsichert. Sollte ich mir Sorgen um Robert machen? Robert ist jetzt der Typ, mit dem sie da sitzt, oder? Ich rede mit ihr, weil sie ja unsere Freundin ist, über meine Sorgen, was Chris betrifft. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden, das ist einfach etwas heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber naja. Ach, ist sie nicht? Auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Ach, du findest auch, dass es egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Es könnte sein, dass er das Baby damals war. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Na gut, das können wir ja mal ermutigen. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Danke, ich auch. Ich werde aus der Linda nicht so schlau. Was ist das? Ist ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja. Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen?
Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit, loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Ich bin ja sehr gespannt. Soll ja eigentlich noch actionreicher werden. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Ja, da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommt zum geheimen Eingang. Bist du noch so Crowley? Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Achtung, Stolperfalle. Okay. Schade. Hier ich dachte, lang. Das macht jetzt ein bisschen Wumms. Chris, 20.58 Uhr am Bach. Finde den Eingang zum Gully. Wir gucken uns mal die Wasseranimation an. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um, falls ich wieder irgendwas übersehe. Wenn es euch zu dunkel ist, kann ich es ein bisschen heller machen, Chat. Aber aktuell finde ich es für mich ganz nice. So. Einatmen. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Oh ja, wie toll. Abgefahren. Sie hatten ein bisschen zu viel Spaß. Okay. Von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Mittelmäßig. Also, wo lang? Klettern wäre sicherer. Wir machen den längeren Weg. Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Soll bestimmt gleich jede Menge Skillchecks packen. Oder auch nicht. Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. Ja. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn Lagerfeuer? Jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. Eine coole Schlagzeile. Sein Kopf? Sein Kopf? Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt. Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Rumgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Absolut, ja. Sah gut aus. Wie der Kopf, der so ein bisschen verdreht auf seinen Schultern saß, oder? Ist das dunkel? Ist es so dunkel? Und wir werden beobachtet.